Wie kocht man Fenchel? Auf geht's! Fangen wir erstmal an, wie schneidet man den Fenchel? Das ist natürlich sehr abhängig davon, was wir damit machen wollen. Erstmal halbieren. Das hier können wir schon mal getrost abschneiden. Hier unten ist ein Strunk drin, der muss raus. Dafür einmal vierteln, so hinlegen. Und jetzt könnt ihr euren Fenchel hauchdünn einmal so runterschneiden. Ihr könntet aber auch einfach über so eine Mandoline drüber reiben. Jetzt packen wir das Ganze einfach hier so ein bisschen in eine Schüssel, geben Salz dazu, einen Mühzucker, ein bisschen Pfeffer und gutes Olivenöl. Orangensaft obendrauf. Für die Säure ein bisschen Zitronensaft. Jetzt gut vermengen. Oh, das riecht schon so geil. Und jetzt habt ihr hier wie so eine Art mediterranen Krautsalat, der zu Sommergerichten so geil passt, zu Grillgerichten mega gut. Hier ein bisschen von eurem Fenchelgrün obendrauf. Keine Angst mehr vor Fenchel, bitte. Und damit stellen wir uns eigentlich nur noch eine Frage.